Freunde, vergesst nicht, meine limitierten Santex-Plüschtiere auszuchecken auf merchme.shop/Santex. Und noch vielen weiteren Merch von mir. Für jeden ist etwas dabei. Schaut gerne vorbei. Und zu jeder Bestellung gibt es eine kostenlose Autogrammkarte dazu. Also sei schnell und schnappt dir was. Heute treffen wir auf die gruseligsten SCP-Monster in Roblox und bekämpfen sie. Schau mal, das ist das Level 1 SCP-096-Monster. Okay, Vitamine, lass uns mal dieses hier direkt freischalten. Und, oh, Freunde, hier ist es, das SCP-096-Monster. Hä, und weinen die? Ich weiß nicht, Vitamine, aber wir müssen heute alle SCP-Monster besiegen. Let's go! Achtung, Vitamine! Oh, du wirst angegriffen. Schau mal, wie viele das hier sind. Ja, aber dieses SCP-Monster macht mir überhaupt keinen Damage. Ich kann stehen bleiben und ich bin nämlich stark gegen das. Genau, und damit können wir Münzen verdienen. Und mit diesen Münzen können wir uns bessere Items freischalten, bessere Waffen und die noch gruseligeren SCP-Monster. Oh, okay, ich bin schon Level 2. Was können wir nun machen? Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall auch Level 2. Lass mal sparen. Okay, ich habe 50 Münzen. Hast du auch? Ich habe sogar schon 17. Okay, damit würde ich sagen, Freunde, komm mal mit. Du siehst es, wir haben hier auf jeden Fall ganz viele SCP-Monster. Für 500 Münzen können wir uns diesen Bereich freischalten. Aber wenn wir weitergehen, können wir mehr sehen. Und in diesem Video, Freunde, werden wir uns alle SCP-Monster freischalten. Von Level 1 bis zum Max-Level-SCP-Monster. Yeah. Okay, das ist zum Beispiel SCP-173. Wir haben hier SCP-049. Und dort hinten wird dann der Endboss sein. Aber Vitamine, komm mal mit. Bis dahin wird es noch dauern. Oh! Aber schau mal, hier sind überall Waffen. Genau, wir können uns hier Waffen freischalten oder wir können hier neue SCP-Monster freischalten. Aber lass uns erstmal hier mal hier eine Waffe kaufen. Oh, okay, dafür brauchen wir... Ah, das sind Halloween-Waffen. Und hier sind dann die normalen Waffen. Dafür brauchen wir 50 Münzen, okay? Und ich habe ein Schwert bekommen. Oh, hast du auch das Void Blade? Ja, und? Warte mal, damit werde ich jetzt mal angreifen. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir haben jetzt ein besseres Schwert. Und, oh, machst du mehr Damage? Das macht richtig gut Damage. Und oh mein Gott, die sind fast one-hit. Zack, let's go. Aber Freunde, ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt mal hier direkt die doppelten Münzen. Das bedeutet, wir verdienen jetzt hier richtig viel Geld durch die SCP-Monster. Wir wollen uns natürlich alles freischalten. Oh, aber Sinti, schau mal, links steht sogar Stats. Ich glaube, da können wir unsere Stats erhöhen. Genau, wir können zum Beispiel unsere Geschwindigkeit, unser Leben, unser Schwert oder... Oh, Waffen können wir auch noch freischalten am Ende. Okay. Ich habe jetzt einmal die Waffe gelevelt. Keine Ahnung, was das bringt. Ich glaube, das bringt mehr Damage. Ja, du machst dann auf jeden Fall mehr Schaden, Freunde. Und das sind natürlich jetzt erstmal die Noob-Level-1-Monster. Guck mal, die weinen. Aber schau, wie die aussehen. Die wollen ihr Gesicht nicht zeigen. Aber schau mal, hast du mal ihr Gesicht gesehen, wenn die sich zeigen? Ja, wow, das Gesicht, das glänzt richtig. Ja, die haben so leuchtende Augen und einen riesengroßen Mund. Aber Freunde, wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein paar Let's Go erledigen und uns ableveln. Ich bin einfach schon Level 6. Oh ja, Freunde, wir leveln echt viel ab. Aber ich würde sagen, okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall fürs nächste 300 Münzen brauchen wir. Aber wir können es auch hier neue SCP-Monster zum Beispiel kaufen, glaube ich. Für 50 Münzen. Okay, aber... Ja, können wir gerne machen. Ich würde sagen, ich kaufe aber 5. Ich kaufe mir direkt 5, Freunde, auf einmal. Und SCP-173 habe ich. 096, was hast du auch alles? Ich habe was Seltenes. Was? Ach, das ist jetzt unser Freund? Oh mein Gott, warte mal. Ich glaube, das sind sowas wie Haustiere, glaube ich. Und diese A können wir equippen. Wir machen damit mehr Schaden anscheinend. Stimmt, mehr Schaden, eine größere Range und ja, mehr auch nicht. Aber, warte mal, ich kann sie jetzt one-hitten. Guck mal, ich hab so ein Krokodil. Siehst du das? Was ich meine? Auch, ich kann sie auch one-hitten. Boom. Ich glaube schon, Freunde. Das geht jetzt auf jeden Fall richtig ab mit unserem neuen Schwert und mit unseren neuen SCP-Monstern. SCP. Ich bin ein SCP-Monster. Ich kaufe mir einfach auch nochmal ein zweites. Und ey, ich krieg immer das gleiche, Mann. Okay, das ist nicht so gut, muss ich sagen. Aber okay, wir sparen jetzt auf 300 Münzen und dann können wir uns Zugriff verschaffen für das Level 2 Monster. Jetzt habe ich Monster neue. Oh, ich sehe da jetzt. Das rennt hier so hinterher einfach. Ja. Und machst du deine Stats auch immer? Oh, warte mal, die habe ich noch gar nicht geupgradet. Stimmt. Oh mein Gott, stimmt. Okay, ich würde sagen, lass mal hier unser Schwert mal upgraden, würde ich sagen. Nur einen Punkt können wir upgraden. Du kannst mehrere upgraden. Du müsstest übrigens viele Punkte schon haben. Ja, ich habe 7, aber ich meine, immer ein Stück immer nur kann man nur upgraden, so, leider. Das stimmt. Aber Freunde, wir haben jetzt genug Münzen, um uns jetzt hier das Level 2 Monster freizuschalten. Das ist SCP-173. Okay, lass uns das Ganze kaufen. Okay, und das ist anscheinend schon stärker, oder? Oh mein Gott, schau dir mal seine leuchtenden gelben Augen an. Okay, noch wehren die sich nicht, aber wenn man sie angreift, dann werden sie aggressiv einfach. Okay, ich meine, die machen auch schon mehr Damage als die vorherigen, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber mein Krokodil-SCP-Monster zerreißt sie einfach alle. Ja, mit einem Schlag.
Und wir können jetzt hier unsere Stats upgraden. Okay, ich gehe nur in mein Schwert rein, muss ich sagen. Und in mein Leben, würde ich sagen. Irgendwie kann man, glaube ich, sogar das Schwerterlevel upgraden. Aber wie? Okay, das werden wir uns auf jeden Fall auch noch kaufen. Denn wir können uns, glaube ich, auch noch andere Items freischalten. Aber Vitamine, guck mal links. Gib mal bei Code ein. Siehst du links Code? Ja, ich sehe Code. Und hier kannst du den Code eingeben. Miau, Dev. Und damit, okay, bekommen wir auf jeden Fall auch noch was. Oh, ich habe richtig viel Münzen. Ja, ich habe richtig viel Münzen. Ich bin reich. Oh ja, Vitamine. Ich würde sagen, wir werden jetzt hier die nächsten Noob-SCP-Monster besiegen. Aber, okay, bist du ready für das nächste Monster schon? Ich bin mehr wie ready. Alle Monster werden erledigt. Oh, aber sie werden immer gefährlicher und immer gruseliger, je länger wir es spielen. Okay, Freunde, was ist das jetzt hier? Level 3, SCP-049. Boah, das ist so eine Krähe. Oh mein Gott, Freunde, schaut euch... Wow, das war... Okay, sie sieht auch sehr gruselig aus. Sieht so eine Maske auf oder so, ne? Ja, irgendwie sieht die Krähe ein bisschen... komisch aus. Ich glaube, die hat letztens nicht gut gefrühstückt. Ja, das stimmt. Aber, oh mein Gott, okay, sie sind mittlerweile auch nicht mehr One-Hits bei mir, sondern ich brauche schon ein paar mehr Schläge. Und deswegen würde ich sagen, wollen wir uns mal wieder eine neue, bessere Waffe freischalten und kaufen? Ja, ich glaube auch, ich brauche eine viel bessere Waffe. Meine Waffe ist mittlerweile noobig. Ja, das stimmt. Oder bessere SCP-Monster und dann kommen wir gleich zum Endboss bei 1000 Münzen. Oh ja. Okay, kaufst du eine Waffe oder SCP-Monster? Ich kaufe mir eine Waffe, würde ich sagen. 5 Stück. Ich versuche mir auch halt eine Waffe... Es gibt nur eine Waffe. Oh, ich habe eine Lasergun, habe ich freigeschaltet. Oh, ich habe auch die Lasergun. Und Galaktik Katana habe ich auch. Alter, ich habe nicht wirklich 5-mal einen Lasergun bekommen, oder? Okay, die Lasergun ist, glaube ich, okay, 10 Damage macht sie. Oh, ich habe so ein Katana bekommen. Das ist sogar noch besser. Aber ich würde sagen, ich equip jetzt erstmal hier meine Lasergun. Let's go. Wie kann ich die eigentlich, weißt du, wie man die verbessern kann? Ich weiß nur, wie man sie verkaufen kann, auf jeden Fall. Vielleicht müssen wir dafür noch ein bisschen weiterspielen, weißt du? Das könnte ich mir vorstellen. Yo, ich habe jetzt eine Lasergun. Aber okay, Freunde, wir testen die Lasergun auch aus. Aber ich glaube, das ist die schlechteste Waffe, oder? Ich glaube, ich kann damit gar nicht treffen, richtig. Und, oh mein Gott, okay, doch, ich treffe schon damit, aber... Oh, sie macht echt super wenig Schaden, glaube ich, die Lasergun. Ja, ich glaube, gefühlt, aber mein Schwert war da besser. Ja, aber ich habe jetzt ein Galactic-Blue-Katana-Vitamin. Guck dir das mal an, siehst du das? So ein blaues Schwert habe ich. Oh! Zack, zack! Okay, das ist sogar das noch stärker. Das macht 20 Schaden einfach. Oh, ich will das auch haben. Oh ja, dafür müsst ihr auf jeden Fall weiterspielen. Und dann, Freunde, kommen wir gleich schon zum SCP-Boss. Und das wird der gefährlichste SCP-Monster-Vitamin. Traust du dich das? Ich trau mich das mehr. Ich glaube, das SCP-Monster traut sich nicht gegen mich anzulegen. Ja, das kann es gar sein. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt... Okay, ich gehe jetzt mal maximale Stufe. Boom, ich habe jetzt meine Speed auf die maximale Stufe geupgradet. Oh, jetzt schon? Ja, und jetzt bin ich richtig schnell. Ja, ich habe alles in meine Speed einfach reingehauen. So, ja, damit ich super schnell jetzt hier bin und alle zerstören kann. Aber Vitamine, ich habe 1000 Münzen am Start. Wie viel fehlt dir noch? Ich habe noch, ich muss noch 300 brauche ich noch. Okay, und dann kommen wir gleich zum Endboss, Freunde. Okay, ich bin echt gespannt, muss ich sagen. Warte mal, nein, es gibt doch noch eine Welt mit 500 Münzen. Freunde, wenn du willst, dass wir den finalen SCP-Endboss freischalten und die letzte Tür kaufen, dann like jetzt das Video und abonniere meinen Kanal, falls du noch nicht getan hast, damit wir auf den gefährlichsten SCP-Monster aller Zeiten treffen. Und wenn du uns dabei helfen willst, ihn zu besiegen, like jetzt alle das Video. Ja! Okay, Vitamin, ich würde sagen, bist du ready? Ich bin ready. Wir kaufen jetzt für 1000 Münzen die nächste Zone. Let's go. Und hier gibt es jetzt hier noch stärkere SCP-Monster. Wir kommen zu Level 4. SCP-682. Und ew, schau dir mal das Foto an. Okay, was ist das hier? Ew. Krokodile. Warte mal, das ist mein Haustier. Warte mal, was? Jo, das ist der Oh mein Gott. Oh mein Gott, pass auf. Pass auf. Wir müssen sie besiegen. Die dürfen nicht uns besiegen, ne? Das schaffen wir schon. Wir sind ja keine Noobs, oder? Attacke, Freund. Ey, ich hab das gleiche SCP-Monster als Haustier, weißt du? Was? Ey, wie cool. Ja, oh mein Gott. Und damit können wir sie jetzt alle besiegen. Aber, Freunde, wir müssen unser Schwert mal ableveln, weil sonst, wir machen zu wenig Damage, muss ich sagen. Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch richtig, richtig viel auf Schwert gemacht, ne? Okay, ich habe 19 Punkte auf dem Schwert. Oh, ja, man merkt es auf jeden Fall. Das macht auf jeden Fall mehr Schaden. Oh nein, ich hab mein Haustier aus Versehen angegriffen. Aber ich kaufe mir, glaube ich, erstmal ein paar Münzen und werde mich... erweitern. Ja, okay, ich komme mit Vitamine und... Oh, warte mal, für wie viel? 3000 Münzen, wir haben Level 5 SCP-Monster und für 10.000 können wir uns noch eine freischalten. Ich kaufe einfach 3000 Münzen. Oh, yeah. Oh, und damit... Okay, willst du ein neues Schwert kaufen, oder? Ich weiß nicht, kann man das auch upgraden? Ich glaube nicht, muss ich sagen. Okay, ich kaufe mir jetzt nochmal neue Haustiere. Und zwar 5 Stück. Vielleicht kriege ich auch ein gutes. Oh, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich kaufe mir auch Waffen. Und ich kaufe mir auch jetzt ein paar Haustiere. Und natürlich Waffen dürfen auch nicht fehlen.
Let's go. Okay, hast du was Gutes bekommen? Ja. Oh ja, ich habe die gute Waffe. Okay, nicht schlecht. Oh, hast du die Galaktik? Die 1% Waffe. Wirklich? Ja. Oh, okay, das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Okay, ich kaufe jetzt noch mal ein paar SCP-Monster, muss ich sagen. Ich habe die Krähe bekommen. Für wie viel Prozent kriegt man die? Ich habe die Krähe nicht, muss ich sagen. Ich glaube, die ist selten. Nee, die ist uncommon, also... Oh, ich habe jetzt die Krähe auch, aber das erste Mal bekommen. Oh, für 0,1% wird man sogar noch was anderes bekommen. Okay, Freunde, ich muss mehr. Mehr, wir brauchen bessere SCP-Monster, Freunde, die allerstärksten, aber... Ich glaube, das ist unmöglich, hier was Gutes zu bekommen, oder? Ja, ich versuche auch die ganze Zeit. Ich habe jetzt schon so viel Geld gelassen. Aber ich krieg die auch nicht so richtig. Freunde, ich würde sagen, wir kaufen es. Nein, ich habe kein Geld. Okay, ich würde sagen, wir treffen uns. Ich erledige noch ein paar SCP-Monster. Okay, bis gleich. Bis gleich. Okay, da sind wir wieder bei den Krokodilen. Und was ist das hier? Schau mal seine Haustiere an. Ja. Oh, warte mal. Schau dir mal meine Waffe starke. An. Oh, warte mal. Hä, hast du eine neue Waffe? Boom, ja, das ist die gute. Und, oh, hier geht's für 2000 sogar weiter. Ja, ich glaube, da gibt es noch mehr vor diesem Krokodil hier. Oh mein Gott. Okay, wie viel Schaden macht deine? Ich glaube, richtig viel. 45. Wow, okay, ja, das ist stark. Die macht doppelt so viel Schaden wie mein Schwert, ne? Ja, die macht richtig gut Damage. Okay, das bedeutet, damit können wir jetzt auf jeden Fall noch mehr SCP-Monster besiegen. Oh mein Gott, ich bin schon Level 19. Ew, was hat er denn hier für ein Monster? Was ist das? Sieht komisch aus. Ja, die sehen echt super gefährlich aus, alle, muss ich sagen. Und schau mal, hier gibt es noch eine zweite Tür für 2000. Ja, okay, ich glaube, die können wir uns später freischalten. Aber das ist erstmal neue SCP-Monster freischalten, glaube ich. Ich bin ready. Und unsere Skillpunkte würde ich sagen, oh mein Gott, wir müssen auch in unser Leben bis investieren, sonst wären wir hier gleich noch erledigt, ne? Ja, ich glaube, Leben sieht gerade auch bei mir nicht so gut aus. Okay, aber hast du auch deine Waffe geupgradet und nicht nur dein Schwert aufgelevelt? Du hast ja eine Waffe jetzt. Leider habe ich alles auf Schwert gemacht. Oh, das ist natürlich nicht so gut, muss ich sagen. Aber okay, ich würde sagen, Freunde, wir besiegen jetzt hier noch die letzten Monster. Aber Freunde, wir kaufen uns jetzt mal 10.000 Münzen. Let's go. Und damit werden wir uns jetzt hier alle SCP-Räume freischalten. Okay, Vitamin, ich bin draußen. Ich komme. Ich habe Lust, neue SCP-Monster zu entdecken. Ey, du machst hier alle kalt. Die haben echt keine Chance. Wir bauen echt stärkere Gegner langsam. Auf jeden Fall. Level 5. SCP-093. Objekt Euklid. Okay, da stehen so Objektklassen immer darunter. Das bedeutet, wie gefährlich die sind. Okay. Oh, was ist das jetzt hier? Wo bist du hin? Oh! Oh mein Gott. Wo sind wir hier gelandet? Wir haben uns teleportiert. Oh mein Gott. Was sind das denn bitte für Kreaturen? Oh mein Gott, das sind bis jetzt die gruseligsten und stärksten SCP-Kreaturen. Okay, warte mal, sogar hier ist ein Boss. Siehst du den? Oh mein Gott, ich glaube, mit dem können wir uns aber nicht aufnehmen, oder? Weißt du was? Ich habe nur 40 Leben. Ich muss jetzt gleich meine Leben mal auffüllen und dann werde ich ihn probieren. Okay, wir müssen als Team zusammenarbeiten, um jetzt hier diese SCP-Monster... Oh mein Gott, besiegen zu können. Die macht echt viel Schaden, ne, mittlerweile. Ja, die ist richtig gut mittlerweile, wirklich. Okay, wie viel Leben hat aber der Boss? Oh mein Gott, das ist der Boss SCP-093, Freunde. Oh mein Gott. Ich warte kurz und danach, Freunde, werde ich mich gegen ihn versuchen und vielleicht schaffe ich ihn. Wow, schau mal, der greift den Boss an. Wollt oh mein Gott. Ich weiß nicht, ist er lebensmüde wieder? Ich weiß nicht. Weißt du was? Ich greife mit an. Attacke! Oh ja, als Team müssen wir jetzt hier den Boss besiegen. Wir haben so eine Chance. Oh, als Team schaffen wir das sogar. Oh mein Gott, pass auf. Wurdest du besiegt? Let's go! Wir haben den Boss. Wow, das ist der nächste Boss! Oh mein Gott. Attacke! Und warte mal, was ist für ein SCP-Monster? Guck mal, dem fehlt hinten einfach so sein Rücken und sein Körper. Ja, sein Po fehlt ihm. Ja, ey, das sieht echt... das sieht aus, als wäre er so zerfressen oder sowas von innen, weißt du? Das stimmt, aber als Team sind wir richtig stark, habe ich das Gefühl. Ja, und Alter, wir können so richtig viele Münzen einsammeln, ne, durch ihn so. Ja, also ich habe jetzt schon wieder 1400. Ich weiß nicht, wie viel du hast. Ich wurde besiegt, ey. Oh. Ja, ich habe auch nur noch... Ich mache mich auf den Weg. Ich mache mich auf den Weg. Warte, ich öffne noch mal ein paar Waffen. Ich will auch diese Galaktikwaffe. 1%, also die du bekommen hast. Ich hab sie auch bekommen. Ich hab sie direkt bekommen. Die Glue Pink Nova Rifle. Also, okay, ich komme und... Oh mein Gott, okay, Freunde, lass uns mal die pinke Waffe austesten. Okay, die schießt solche pinken Laser oder sowas. Genau, und damit können wir jetzt gemeinsam den Boss durchgängig angreifen, wenn du Lust hast. Ja, das stimmt, aber... Das Problem ist, oh mein Gott, ich habe gar nicht meine Waffen geupgradet. Ich werde jetzt voll in meine Punkte ausgeben. Ja, stimmt, du hast nichts in den Gun. Aber komm,
Aber, oh mein Gott, pass auf, du hast nicht mehr viel Leben. Du musst nah ran, sonst triffst du nicht. Ah, okay, aber du wirst erledigt, Benjamin. Pass bitte auf dich auf. Ja, ja, ja. Ich will dich nicht verlieren, Mann. Du bist doch zu jung. Ja, ich gehe lieber weiter weg. Ich habe echt viel Damage bekommen. Das bedeutet, aber muss in den quasi stehen mit der Waffe, oder wie ihn zu schießen. Ja, du musst relativ nah ran, um ihn zu treffen. Wie so ein Schwert. Ja, okay, das verstehe ich mittlerweile. Aber ich würde sagen, okay, wie viele Münzen hast du gerade? Ich habe 2500. Okay, das ist sehr gut. Okay, ich glaube, gleich können wir uns nämlich hier das nächste SCP-Monster freischalten. Ich glaube, so können wir wirklich am meisten Geld verdienen, indem wir die ganze Zeit diesen Boss angreifen. Alter, ich bin schon Level 4, 35 einfach jetzt schon. Ich bin 41. Mit dem Boss kriege ich jedes Level ein komplettes Level durch den Boss. Okay, das ist krass. Dann würde ich sagen, komm, wir spielen als Team und wir werden jetzt hier dieses SCP-Monster besiegen. Aber aufpassen, dass du natürlich nicht erledigt wirst. Wow, oh mein Gott, wie schnell er Damage bekommen. Oh mein Gott, ja, durch die besten Waffen im ganzen Spiel bekommt er so viel Schaden, muss ich sagen. Und wieder Level up. Ich habe sogar 2 Level ups auf einmal bekommen. Sammel die Mützen ein hier. Zack, zack, zack. Yeah. Oh, pass auf, du hast keine Leben mehr. Oh, ja. Ich wurde erlegt, aber kein Problem. Vielleicht kann ich mir hier noch sogar bessere SCP-Monster kaufen. Ich kaufe mir wieder 5 Stück hier. Okay, was kostet eigentlich das nächste Level? 5000 Münzen brauchen wir für das nächste Monster. Okay, perfekt. Oh, Zeddy, ich habe jetzt auch 5000 Münzen. Lass uns in die nächste Welt. Oh mein Gott, schnell, schnell, schnell. Okay, wie kommen wir wieder zurück? Einfach lieber am besten teleportieren. Okay, let's go, Freunde. Okay, das war jetzt hier das Level 5 SCP-Monster. Okay, was haben wir als nächstes? Level 6, ein Geist. SCP-087-B. Oh mein Gott, der sieht schon ziemlich gruselig aus. Aber ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt hier. Oh, es geht hier runter. Oh, der ist hier im Keller. Oh mein Gott, da ist er schon. Er steht direkt vor dir. Oh mein Gott. Und boom, let's go. Oh, es geht noch tiefer runter. Okay, der ist crazy. Der ist sogar gut, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Monster, was im Keller wohnt, Vitamine und einen beobachtet. Dritte Etage. Hier ist ganz dunkel hier unten. Okay, wir sind jetzt hier in der letzten Etage angekommen. Und hier sind alle. Hier ist das Geheimversteck von den Monstern. Okay, mach sie fertig, Setti. Oh mein Gott, ich werde sie jetzt alle Platz machen. Let's go. Oh mein Gott, okay, die sind echt super gruselig, muss ich sagen, die Monster. Und vor allen Dingen auch super stark. Ja, wir müssen jetzt mittlerweile echt auf unser Leben aufpassen, ich würde sagen. Okay, ich habe noch 24 Skillpunkte. Was investierst du die? Ich habe alle schon investiert. Ich habe 10 noch. Ich mache Gun und Leben. Ja, ich mache auch Gun und Leben. Hier zeigt, dass wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Leben haben. Okay, ich habe jetzt 156 Leben. Ja, ich habe 168, weil mittlerweile braucht man echt gutes Leben. Sonst ist man direkt geuft. Das stimmt und oh mein Gott, das ist wirklich hier da bis jetzt das gruseligste SCP-Monster, was wir jetzt bis jetzt gesehen haben. Aber Sandy, ich gehe hier raus. Das ist mir zu gruselig! Nein, bleib hier. Hey, Vitamine, bleib stehen und oh mein Gott. Ich glaube, Vitamine hat sich in die Hose gemacht, Freunde. Das ist gruselig! Bleib stehen, wir haben noch einiges vor heute. Ich komme nicht mehr mit. Oder, Freunde, ich würde sagen, das ist jetzt auf jeden Fall das Level 6 SCP-087-B-Monster. Okay, und auf der anderen Seite haben wir jetzt, okay, bevor wir jetzt hier zum finalen Monster kommen, Freunde, würde ich sagen, kaufen wir uns jetzt SCP-3008 Level 7 frei. Was ist das denn für ein Monster? Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Mensch oder so eine Puppe, siehst du das? Ja, stimmt. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir kaufen das Ganze. Let's go. Oh mein Gott, wir sind vor einem Ikea? Hä? Okay, sieht interessant aus. Okay, wollen wir da mal reingehen? Nein. Das ist aber kein Ikea, Freunde. Ist schwer zu verwechseln. Das ist das IKE. Mhm, genau, Freunde. Und ich würde sagen... Bleib dabei, es ist Ikea. Ikea hört sich schöner an. Hallo? Gibt es hier Schreibtisch? Ich suche einen Schreibtisch für mich. Und, entschuldigen Sie bitte. Oh mein Gott, das sind Ikea-Mitarbeiter. Okay, ich weiß nicht, ob das gute Mitarbeiter sind. Nein, die probieren uns zu erledigen. Aber das sind jetzt diese SCP-Ikea-Mitarbeiter. Kennst du die? Ja, stimmt. Oh mein Gott, und wir sind jetzt hier in einem Ikea, Freund. Ihr seht jetzt die ganzen Möbel und alles Mögliche wie in einem Ikea. Und das sind jetzt die SCP-Ikea-Monster. Oh mein Gott, okay, Sandy, die sind echt sehr stark. Ja, das stimmt, die probieren uns echt zu besiegen. Aber ich will doch nur eine Couch haben. So, soll ich dir auch was mitbringen? Was möchtest du haben? Ja, eine Couch wäre schon was Feines. Ich meine, wir haben eine Couch, wir haben hier... Regal. Oh, ein Regal, okay. Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo hier die Regale stehen? Und, oh mein Gott, ich glaube, mit Ihnen können wir jetzt hier nicht reden, Freunde. Die probieren uns hier komplett zu zerstören. Das sind jetzt wirklich hier diese gruseligen SCP-Monster. Die haben auch nicht mal ein Gesicht oder sowas. Ja, und ich glaube auch nicht, dass die gut auf uns zu sprechen sind, ne? Nee, ich würde sagen SCP-3008-2. Oh mein Gott, wir müssen sie jetzt alle besiegen, um uns jetzt hier den finalen, das finale SCP-Raum freizuschalten. Aber, Freunde, wir müssen alles upgraden. Wir brauchen mehr Leben. Wir müssen unsere Leben upgraden. Ansonsten haben wir keine Chance und wir sind direkt down die ganze Zeit. Und hört euch mit sie an. Freunde, was sagen sie?
Oh, oh, der Laden ist geschlossen, sagen sie. Der Laden ist geschlossen. Bitte verlassen Sie ihn. Und niemals, der Laden ist nicht geschlossen. Wir werden niemals verlassen. Das ist unser Raum hier. Ja, oh mein Gott, mir wird geholfen. Mit der Kettensäge, ey, yo. Versiegt ihr alle SCP-Monster. Oh mein Gott, es geht hier so ab, Freunde. Aber, oh nein, wir haben fast kein Leben mehr. Wir müssen uns verstecken. Ich verstecke mich hier, hinter der Couch hier, im Ikea einfach. Und hier... Puh, ich glaube, hier sollten wir sicher sein, ey, glaube ich. Okay, Freunde, wir öffnen jetzt die finale Tür für 10.000 Münzen und schalten uns somit, oh mein Gott, den gruseligsten SCP-Monster aller Zeiten frei. Und das ist Level 8, SCP-3000. Freunde, wir treten auf eigene Gefahr, aber ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt hier. Wow, das letzte SCP-Zimmer, wir werden angegriffen. Was? Es ist ein riesengroßer Aal einfach. Guckt euch das Ganze mal an. Oh mein Gott. Und wir müssen jetzt... Nein, besiegen. Nein, wir sind ins Wasser gefallen. Schnell. Wir müssen raus. Wir müssen hier raus. Was ist das denn bitte für ein SCP-Monster? Das kenne ich ja noch gar nicht. Aber wow, das ist echt ein Aal. Und der probiert uns Elektroschocks oder sowas zu geben. Wow, was passiert? Okay, ich glaube, wir machen ihm Damage. Ich glaube, ja. Okay, sehr gut. Wir machen ihm Damage. Wir machen ihm sehr gut Damage. Aber er macht uns natürlich auch viel Schaden. Und er probiert... Nein, 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 uns zu beißen. Oh mein Gott, was ist das bitte für ein SCP-Monster, welches wir jetzt hier freigeschaltet haben, Freunde. Und nein, 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 wir haben kein Leben mehr. Boah, wir dürfen nicht zulassen, dass es gegen uns gewinnt. Es macht echt viel Schaden. Oh, es probiert uns echt zu beißen. Okay, wir müssen ausweichen. Wir müssen ihn seinen Attacken ausweichen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber er hat nicht mehr viel Leben, Freunde. Er hat nicht mehr viel Leben. Let's go, let's go. Wir haben jetzt das gefährlichste SCP-Monster aller Zeiten besiegen können. Wow, das waren die gruseligsten SCP-Monster in Roblox und wir haben sie heute alle erledigt. Ja, sie haben keine Chance gegen uns. Das war heute wirklich super gefährlich. Like und Abonnieren nicht vergessen und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.